Hallo und herzlich willkommen zu einem schönen neuen Video von Hannover Defenders. Heute am Start unser Marco und ich in unseren T10 und unser Christian in seinem T30. Heute wird es richtig Stahl in die Heide geben. Und ich kann schon mal so ab oder vorab mal sagen, dass ein Waffenbrüder heute mit drinne ist. Zu Beginn beschließen wir, auf die rechte Flanke zu fahren, um die Stärken unserer Panzer auszunutzen, das heißt die extrem starken Türme. Und deswegen fahren wir oben rechts in die Dünen. Das gegnerische Setup, hauptsächlich bestehend aus Heavys, vermuten wir auch auf dieser Seite. Deswegen sind wir als Top-Tier, also auf der rechten Flanke, gefragt. Ich spule das Ganze jetzt mal ein bisschen vor, bis wir in Position sind. Und da wären wir auch schon. Unterstützt werden wir dabei von unserem T34-100, den T43 und den T32. Der KV-4 hängt noch ein bisschen hinterher und der GW Panther leicht versetzt links hinter uns. Ich habe hier am Anfang noch ein bisschen Schwierigkeit, eine vernünftige Position zu finden. Und da kommen auch schon, wie vermutet, die ganzen gegnerischen Heavys. Ich kann hier gleich den ersten Schuss auf den gegnerischen Tiger 2 absetzen. Marco und Christian tun es gleich. Das Feuer wird eröffnet. First Target kann hier nur sein der E-75 und der Löwe. Der T32 sehr mutig hier, kreuzt meine Schusslinie. Marco hat hier ein bisschen Schwierigkeit mit dem KV-4, der ihm ständig die Position wegnimmt oder sich direkt vor sein Rohr stellt. Er versucht jetzt hier auf der rechten Seite, merkt natürlich jetzt, dass er aufgrund seiner niedrigen Gun Depression halt eben hier keine Chance hat auf der rechten Seite und weicht wieder nach hinten aus. Christian steht etwas nach hinten versetzt, sodass seine Wanne so gut wie es geht verdeckt ist. Der IS-3 hier vorne macht uns ein bisschen Schwierigkeiten. Alle haben wir Angst, dass er plötzlich über den Hügel drüber kommt und uns versucht dann hier zu treffen, aber letzten Endes wird er sich noch bis zum Schluss halten können. Unser Christian wird hier die ganze Zeit schon von der Artillerie gefokust. Klar, der Gegner versucht natürlich auch die stärksten Panzer in unserem Team zuerst rauszunehmen und der T-30 ist natürlich mit seiner mächtigen Kanone ein sehr beliebtes Ziel. Aber auch wir stehen ordentlich. Bei mir ist im Moment nur der Turm zu treffen. Marco hat schon zwei Treffer kassieren müssen am Anfang direkt. Der erste zog sein linkes Kettenrad und der zweite traf ihn in die Unterseite der Wanne. Deswegen hat er sich auch etwas nach hinten gezogen und hier sieht man wieder schön der KV-4 wieder mal direkt vor sein Rohr gestellt. Ziemlich mutig. Marco hatte ehrlich gesagt auch ein bisschen geflucht wie ein Rohrspatz, weil er einfach nicht zum Zug vernünftig kam. Aber trotzdem konnte er den ein oder anderen Treffer versenken. Jetzt wird der Löwe angefokust. Konnte ich hier schön den Treffer anbringen. Jetzt ein schöner Treffer vom Christian. Aber wie man hier unten auf der Minimap vielleicht ganz gut sieht, hier bahnt sich ein klitzekleines Problem an.
Unsere linke Seite ist komplett offen. Ein TVP schleicht sich da so ganz gemütlich jetzt an. Im Moment nur verfolgt von der IS-6. Dennoch die Tendenz zu unserem Cap ganz klar. Der T-32 hatte es als erstes gesehen, weicht aus. Marco weicht auch nach hinten aus, um den Cap zu resetten. Ich bleibe hier bei Christian, um ihn weiter zusammen mit dem KV-4 hier beim Feuerkampf zu unterstützen, da ja hier noch die Hauptangriffswelle von den Gegnern stattfindet. Und wir schauen mal mit rüber zu Marco. Marco und der T-32 jetzt hier kurz vom Cap Circle. Da geht der 3400 auf. Ein Schuss. Schön angebracht. Und da hat Marco noch richtig Glück. Die gegnerische Artillerie verfehlt dann nur um 1-2 Meter. Marco und der T-32 gehen jetzt auf Nummer sicher. Der T-32 sichert jetzt in Richtung der Canyons ab, da vorne. Schleicht immer noch der IS rum, aber wir wissen leider immer noch nicht ganz genau, wo der Badgett sich jetzt eigentlich rumtreibt. Marco hat den Badgett jetzt hier gerade eben herausgenommen. Es war ein schöner Treffer in die Seite für 430. Marco und der T-32 bleiben jetzt in der Nähe des Cap-Kreises. Wir wissen zwar ungefähr, wo der IS ist, aber wir haben keine Ahnung mehr, wo der T-34 sich jetzt aufhält und schon gar nicht, wo der AMX im Moment überhaupt steckt. Deswegen bleiben wir auch hier oben stehen. Wir wissen zwar, dass der IS-3 da vorne alleine ist. Wir wissen aber auch nicht, wo die anderen sich gerade rumtreiben. Jetzt einfach nach vorne zu fahren, könnte der Verlust über die Flanke führen. Und deswegen warten wir jetzt einfach erstmal ab und schauen, was der Gegner treibt. Christian hier immer noch von der Artillerie gefokust. Der IS-3 vorne macht ihn immer wieder auf. Chrissy macht jetzt hier nur einen klitzekleinen Fehler. Er versucht jetzt auf die linke Seite der Düne zu bekommen. Diese Entscheidung stellt sich leider Gottes als etwas falsch heraus. Denn, wie ich eben schon sagte, wir wissen nicht, wo der T-34 in diesem Moment steht. Und zack, der T-34 bringt seinen Treffer an und die Artillerie gleich auch noch hinterher. Christian muss reparieren, um versuchen, jetzt aus der Schusslinie herauszukommen. Ich bleibe nach wie vor vorne an der IS-3 dran. Marco und der T-32 beobachten weiterhin die Canyons. Der IS-6 tätigt sich momentan als Scout. Und da kommt der AMX plötzlich um die Ecke. Das heißt, wir wissen, der T-34 ist irgendwo links vor uns. Der AMX und der IS-3 sind vor uns. Jetzt können wir langsam tätig werden. Marco weiß jetzt auch ungefähr, wo der T-34 ist. Rückt langsam nach vorne, um den IS-6 zu unterstützen. Christian und ich nehmen den Feuerkampf mit dem AMX auf. Christian bleibt nach wie vor auf der IS-3, dass der nicht hochkommt und mir versucht, dann eine in die Wanne reinzudrücken. Ich selbst bleibe an dem AMX dran. Jetzt findet eine kleine Absprache zwischen mir und Christian statt. Ich gucke oben auf den IS-3. Christian bekommt es mit, weicht auf die rechte Seite aus, um den IS-3 weiter in seiner Senke unten drinnen zu halten. Ich weiche ein kleines Stück zurück, weil ich erst dachte, der AMX kommt vielleicht über die linke Seite der Düne. Doch da ist er wieder. Er fokussiert gerade Christian an. Ich versuche jetzt so schnell wie möglich nach vorne zu kommen. Er trifft zwar leider, Auto-Aim und raus ist er. Der T-34 ist jetzt links von uns aufgeploppt. Marco und der T-32 gehen in den Angriff über. Wir warten noch darauf,
dass der T-34 das auch mitbekommt, dass da drei Panzer auf ihn zurollen. Christian und ich sehen, der T-34 bleibt an Marco dran und wir versuchen jetzt den IS-3 herauszunehmen. Christian hält sich aufgrund seiner 104 Hitpoints natürlich zurück. Ich bin noch komplett voll. Ein Treffer von mir oder ein Treffer auf mich interessiert mich überhaupt nicht. Hier leider nur ein Low Roll, aber was soll's, ein Treffer könnte ich zur Not ab. Deswegen, ich bleibe einfach dran, warte in aller Seelenruhe, bis ich reloaded bin und drück ihn da ab. Wir gehen nochmal runter zu unserem Marco. Christian und ich rücken jetzt auf der rechten Seite nach vorne. Da vorne ist der sture Emil. Den nehmen wir jetzt noch in aller Seelenruhe raus. Marco hier im direkten Infight mit dem T-34. Verpasst ihm da leider nur eine in seinen sehr, sehr harten Turm. Marco weicht nach hinten ein Stück aus. Wartet in aller Seelenruhe, bis er wirklich voll durchgeladen ist. Kommt über den Hang und nimmt ihn einfach raus. Jetzt ist natürlich der Weg auf der linken Seite komplett offen und auf der rechten. Der sture Emil ist raus. Der letzte, der noch da ist, ist die Artillerie. Christian hatte jetzt schon angemeldet, wie man ja oben sehen kann. Wir stehen kurz vor unseren Waffenbrüdern. Die Artillerie vermuten wir auf der typischen Position für sie, und zwar genau hier hinten. Deswegen rücken wir jetzt hier gemeinsam nach vorne. Ich fahre auf die linke Seite, Marco übernimmt die rechte Seite. Christian, man muss dazu sagen, sein Kraftfahrer ist zerschossen. Er ist leider nicht mehr so ganz so schnell unterwegs, deswegen müssen wir auf ihn warten. Ich lasse die Artillerie aufploppen. Bei Marco ist uns hier einmal ganz kurz das Herz in die Hose gerutscht. Marco fährt hier vollkommen unbesonnen hier um die Ecke herum. Die Artillerie war schussbereit. Gott sei Dank verfehlte sie. Jetzt hat er natürlich eine sehr, sehr lange Nachladezeit, der GW Panther. Marco bleibt an ihm dran, der GW Panther kriegt das auch mit, versucht sich hier runter zu retten, sieht jetzt mich auf sich zukommen, versucht sich in die Senke zu retten. Und jetzt kommt gleich der nächste Schockmoment. Unser Marco fährt direkt auf die Artillerie drauf zu, versucht hier noch auszuweichen, rammt sie noch, beinahe kaputt. Fährt wieder um ihn herum. Der GW Panther war schon durchgeladen, verfehlt Gott sei Dank ein erneutes Mal. Wir warten, bis Chrissy dann da ist für den Waffenbrüder. Chrissy kommt oben über den Hügel. Ich versuche, die Artillerie weiter zu beschäftigen. Der Artillerist bekommt aber mittlerweile auch mit, was wir genau vorhaben. Und er bietet sich hier als Elfmeter für unseren Christian an. Und zack. Christian verwandelt hier in aller Seelenruhe seinen Treffer und beschert uns somit die Waffenbrüder. Ein großes Dank sei jetzt schon mal vorab dem T-32, dass er bereitwillig zurückgesteckt hat, dass wir unser Abzeichen bekommen. Genauso sei dem Artillerist gedankt, der gar nicht weiter versucht hat, dann auf unseren Christian zu schießen, sondern sich einfach breitseitig hinstellte und Christian somit einen sauberen Treffer landen konnte. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch einschalten würdet. Und verbleibe bis dahin mit freundlichen Grüßen, euer Toppi.